Angesichts dessen habe ich manchmal ihrer Meinung beigepflichtet. Weil aber die Freiheit unseres Willens nicht aufgehört hat, so halte ich es für wahr, dass das Glück die Hälfte unserer Handlungen bestimmt, die andere Hälfte jedoch, oder beinahe so viel, uns anheimfällt. Ich vergleiche das Glück mit einem reißenden Flusse, der, wenn er anschwillt, die Ebenen überflutet, Bäume und Häuser umreißt, hier erdreich fortspült und es dort anschwemmt. Jedermann flieht davor und gibt seinem Ungestüm nach, ohne irgendwo Widerstand zu leisten. Trotzdem ist es den Menschen nicht verwehrt, in ruhigen Zeiten Vorkehrungen zu treffen, durch Schutzwehren und Dämme das Hochwasser in einen Kanal abzuleiten und zu verhindern, dass ein Ungestüm so heftig und so verderblich wird. Ebenso geht es mit dem Glück, welches seine Macht zeigt, wo keine Zurüstungen getroffen sind, ihm zu widerstehen. Es wendet sich mit Ungestüm dorthin, wo es keine Schutzwehren und Dämme findet, die ihm Widerstand bieten. Betrachtet man nun Italien, welches die Stätte dieser Umwälzungen war und den Anstoß zu ihnen gab, so findet man eine Ebene ohne Dämme und Schutzwehren. Wäre es durch Kriegstüchtigkeit geschützt gewesen wie Deutschland, Spanien und Frankreich, so hätte jene Hochflut nie so große Umwälzungen verursacht, oder sie wäre gar nicht eingetreten. So viel im Allgemeinen zum Widerstand gegen das Schicksal. Um aber ins Einzelne zu gehen, so sage ich, dass man einen Fürsten heute im Wohlstand und morgen untergehen sieht, ohne dass er seine Natur oder seinen Charakter irgendwie geändert hätte. Das kommt nach meiner Meinung zunächst von den Ursachen, die ich weiter oben eingehend erörtert habe, nämlich, dass ein Fürst, der sich ganz auf das Glück verlässt, zugrunde geht, sobald dieses sich wendet. Ferner glaube ich, dass der Glück hat, dessen Handlungsweise dem Charakter der Zeit entspricht, während der Unglück hat, der mit seiner Zeit in Widerspruch steht.